Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode Minecraft. Ja, es hat sich ein bisschen was getan. Targun ist immer noch nicht da. Es tut mir leid. Es tut uns beiden leid. Ich habe ihn nochmal angeschrieben, habe gesagt, hier, du, wie sieht's denn aus? Ich würde gerne aufnehmen, kannst du mit? Nein, kann er leider nicht. Er hat im Moment so viel um die Ohren, er kann leider nicht mit aufnehmen. Deswegen müsste er heute wieder mit mir ein bisschen Vorlieb nehmen. Und, ja. Ich hoffe, für euch ist das in Ordnung, also für mich auf jeden Fall. Ich habe heute richtig Lust aufzunehmen. Richtig Lust. Ihr seht vielleicht schon, es hat sich ein bisschen was verändert. Ein bisschen. Moment. Ja, ein bisschen. Also, wir sind, erst einmal, sind wir in der, in der 1.12, ne? Minecraft 1.12. Dann habe ich, nee, falsch, so, Optionen, Resource Packs, Beatups Terracotta und Beatups 1.12-Zip habe ich drin. Wo ihr das runterladen könnt, ich werde euch das Video von Beatups in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr euch dann das, Resource Pack runterladen. Wie gesagt, mit den Terracotta, das ist ein Add-on. Kann man sich noch runterladen, muss man nicht, kann man. Ne? Wie gesagt. Was dieses Resource Pack ändert, ihr seht schon, ne? Das Gras hat mehrere, ja, so Strukturen. Was ich richtig nice finde. Cobblestone, genauso. Das ist alles der ein und selbe Cobblestone. Den gibt es schon in verschiedenen Variationen. Wenn man sich Resource Packs anguckt. Und, wir machen das jetzt einfach mal. Wir gehen mal rein in den Keller und dann zeige ich euch mal ein bisschen was. Das Holz hat, ja, das Holz habe ich ja schon mal erwähnt, ne? Das hat verschiedene Schatten drin. Wir haben jetzt hier, das ist Andesit zum Beispiel. Granit, Diorit, nochmal Andesit, polierter Andesit und hier Cobblestone. Ich zeig's euch jetzt einfach mal. Also ich muss euch vielleicht noch ein bisschen warnen. Ich hatte heute Frühschicht. Ich habe trotzdem voll Bock aufzunehmen. Es kann eventuell sein, dass ich ein bisschen mehr lalle als normal. Ich weiß, ich habe ein bisschen Probleme mit meiner Aussprache, aber das ist keine Ahnung, woran das liegt. Ich glaube, mein Kopf ist ein bisschen schneller als meine Zunge oder umgekehrt. Ich weiß es nicht genau. Aber ich möchte euch jetzt trotzdem mal hier das Resource Pack zeigen. Und zwar haben wir hier verschiedene Variationen von diesem Granit. Bist du überhaupt Granit? Ja, genau, Granit. Dann hier Diorit, genauso. Was ich richtig nice finde. Andesit, das gleiche. Und dann eben Cobblestone. Also ihr seht schon. Das sieht richtig nice aus. Also er hat Andesit, Diorit und Granit hat er mehr an Cobblestone angepasst. Und hat da eben noch verschiedene Variationen mit reingebracht. Und das ist richtig schön zum Bauen. Richtig schön zum Bauen. Ich habe ja, seht ihr hier schon beim Fundament, immer verschiedene Steine benutzt. Na, hier mal Cobblestone und hier mal, was bist du überhaupt? Ich glaube, du könntest Stonebrick sein, genau. Stonebrick. Hier ist einer, hier ist einer. Dann eben hier noch wie heißt denn der jetzt? Ich habe nämlich mal das Ding umgestellt. Cracked Stone Brick, genau. Cracked ist mir nicht eingefallen, mein lieber Mann. Die Erde ist variierend. Hier mit Steinen drin, hier ein bisschen dunkler, hier noch ein kleines Blatt und sowas. Richtig nice, richtig nice. Also, Jungs, wenn ihr euch das Pack runterladen wollt, macht es gerne. Macht es. Es ist einfach eine Bereicherung, finde ich. Genauso wie hier. Der Enchantment Table, der ist jetzt blau. Kann man sich drüber streiten, aber ich finde es sehr gut gelungen. Der Sand, der hat auch verschiedene Helligkeiten. Dann, wie gesagt, das Holz. Da sieht man es richtig gut. Hier ist was Helles, da ist wieder was Dunkles, da ist wieder was Helles. Richtig nice. Also mir gefällt es richtig gut. Und die Kirche, schaut euch mal die Kirche an. Das ist alles Cobblestone. Mit den Variationen kann man einfach mal so eine Cobblestone-Wand hochziehen und die sieht trotzdem gut aus. Bist du ruhig? Alter. Fliegt da einfach mal so eine Krähe am Fenster vorbei und schreit rum. Nun denn, das letzte Mal sind wir, glaube ich, stehen geblieben beim Angeln. Achso, warte mal. Ihr könnt mir ja mal gerne was schreiben, ne, zu dem Resource Pack. Übrigens, die Rüstung, Moment, ach, die Rüstung hier, ist immer noch Eisen.
alles, was Eisen ist, ist ein bisschen dunkler geworden. Warum habe ich jetzt eigentlich einen, ich weiß es nicht. Hier, die Eisentür ist dunkler geworden. Hat er an die Hopper und die Minecarts angepasst. Deswegen ist es eben ein bisschen dunkler. Nicht mehr so hell. Aber wir sind hier schon an der richtigen Stelle. Ich habe ja das letzte Mal ein bisschen geangelt. Und es ist ein bisschen was bei rumgekommen. Ne, da oben ist nichts mehr. Okay. Zuallererst gucke ich jetzt mal. Ja, genau. Dieses Mending-Buch würde ich gerne hier auf die Pickaxe drauf machen. Und dann kann man ja mal weiter gucken, was man hier noch so alles gefunden hat. Also ich werde es mal raussuchen. Ich werde jetzt nicht durch die Bücher gehen. Die bleiben jetzt alle erstmal da drin. Möchte die natürlich auch noch im Tagun zeigen. Ich glaube, den Amboss hatten wir hier drin, gell? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Ja, da ist er doch. So. Du und du. Super, zwei. 2 XP. Es ist ja nichts, ist das. So, jetzt haben wir im Prinzip eine Unbreaking Pickaxe. Diamond Pickaxe. Da müsste jetzt bloß noch irgendwie entweder Silk Touch drauf oder Fortune. Oh, Fortune könnte man mal gucken. Da könnte man echt mal... Da könnte man echt mal gucken. Ob wir vielleicht Fortune bekommen noch irgendwo. Lass mal gucken. Sharpness? Nee. Fortune 2, das ist schon mal gut. Looting für ein Schwert. Aber da ist Bane of Atropods dabei. Obwohl, wenn wir irgendwie Schärfe oder sowas vorher drauf machen, müsste es eigentlich gehen. Achso, nee. Looting? Oh, nochmal Fortune. Fortune und Smite. Was haben wir hier? Nochmal Fortune und Flamme. Das ist okay. Das nehmen wir. Da hätten wir Silk Touch. Aber Silk Touch bringt uns jetzt im Prinzip noch nicht so viel. Fire Aspect, Blast Protection, Power. Das hier ist eigentlich gar nicht mal so schlecht für ein Schwert. Sweeping Edge und Unbreaking 3. Wisst ihr was? Ich brauche bloß einen Stick. Wisst ihr was? Wir machen uns jetzt erstmal ein schönes Diamantschwert. Weil wir es können. Dem Tagun mache ich natürlich auch noch so ein bisschen Equipment, ne? So ist es ja nicht. Und es tut mir leid, dass ich eben so eine kleine Pause gemacht habe. Haben wir hier noch? Ja, guck mal da. Da haben wir doch noch. So, dann erstmal das da und das da. Zack. So, erst einmal Fortune und Fortune. Kriegen wir nämlich Fortune 3. Das kostet jetzt 8 Level. Ja, mein Gott. Drehen wir es um. Dann geht's vielleicht. So. 8 Level. Passt. Ah, dann du noch da drauf. So, Sweeping Edge und Unbreaking. Ey. Alter, hab ich mich eben verjagt. So, dieses Schwert packe ich jetzt erstmal da rein. So, wir haben jetzt hier Sweeping Edge 3 und Unbreaking 3. 7 Attacke. Efficiency 4, Unbreaking 3, Mending und Fortune 3. Super. Richtig nice. Richtig nice. So, und hier könnten wir im Prinzip noch Looting draufpacken, aber ich glaube, dafür habe ich jetzt zu wenig Level. Ist egal. Ist wurscht. Ist vollkommen egal. Und es wird wieder dunkel. Da gehe ich erstmal pennen. Ach ja. Ne? Wie, was? Die Sonne geht doch schon unter. Och. Ernsthaft jetzt? Naja, also, dankeschön. Screenshot made. Ja, seht ihr mal, wann ich das aufnehme. 13.06. um 22.24 Uhr haben wir jetzt. So, was machen wir denn heute? So viel Zeit ist eigentlich gar nicht mehr, ne? Ich habe zu viel gezeigt. Ne, wir werden hier, ich denke mal, das Dorf abreißen. Wir haben jetzt eine gute Picke. Okay, eine Stone Axe haben wir jetzt nur. Macht nichts, kriegen wir auch noch hin. Und ich würde aber diesmal sagen, machen wir es mal in einer Speedaufnahme. Und das wird jetzt eigentlich auch so lange gehen, bis eben hier jedes Häuschen, bis auf das Fischerhaus. Ich hoffe, dass ich mir das merken kann, dass ich es nicht abreiße. Wird runter. Ja, genau. Ich weiß, was ich meine. Wird abgebaut. Das da, also die Kirche. Den Villager muss ich noch darüber bringen. Ich glaube, da unten. Ja, genau, da. Da, wo ich jetzt hinhüpfe. Da, wo der Cursor ist, in der Mitte. Da ist auch noch ein Villager unten drunter.
Habe ich letztens gesehen, wie der da stand und dann runterguckte. Da habe ich gedacht, was guckst denn du da? Ist da ein Zombie? Nee, da war ein Villager. Hm, okay, gut. Schön. Schön, schön. Die Felder werden wir abreißen, dann eben das noch. Und das wird erstmal bleiben. Ja, und lange Rede, gar keinen Sinn. Würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Hm? Ich habe einen neuen Freund. Ich weiß noch gar nicht, wie ich ihn nennen werde. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht Marvin oder sowas. Mal gucken. Jo, drei Häuser haben wir jetzt abgerissen. Die Kirche lasse ich jetzt erstmal noch, weil da sind noch zwei Kisten. Nee, mehr. Wie viel waren es? 1, 2, 3, 4. Ja, gut, die kann man wegpacken. Aber die ist noch voll. Die ist noch so gut wie voll. Die ist auch so gut. Oh, guck mal hier. Sind noch zwei Diamanten. Die nehme ich gleich mit. Die sind noch voll und hast nicht gesehen. Netherbrick, schwarzer Netherbrick, endlich mal. So, warte mal, das nehme ich noch mit drauf. Hallo, danke. Ja, ihr habt schon gesehen, ich habe mir eine Diamant-Axt gemacht, weil wir es können. Weil wir es können. Ich meine, mit der Angelfarm, mit der Fischfarm, kriegst du so viel Bücher, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir da auch noch ein Mending-Book bekommen. Problem dabei ist jetzt natürlich, da habt ihr schon recht, wo kriegen wir jetzt noch Dingens her, ne? So XP und sowas. Gut, ich meine, wir können uns jetzt erstmal darüber behelfen, dass wir... Hier schon mal nicht. warte. Ich brauche... Sowas. Komm, machen wir gleich mal ein paar. 8. Ja, komm, 8 ist okay. 8 ist wirklich okay. Ja, hier, Rezepte und so, ne? Juhu. Also, bin ich wirklich... Also, ist genial. Ist wirklich genial. So, Moment. Ich möchte die ungern wieder abbauen. Ach komm, ich pack die jetzt erstmal hier hin. Ja, komm. Die Textur gefällt mir irgendwie nicht so sehr. Ich meine, sieht schon nice aus, ne? Kann man nichts sagen, ne? Aber, weiß ich nicht, ob ich da eventuell was mache. So, warte mal. Jetzt brauche ich erstmal... Ja, das ist okay. Das da... Boah, ich muss erstmal die Taschen leer machen hier. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und zack. Genau. Ja. So, achso, guck mal hier. Essen. Haben wir hier schon Essen? Nee. So, die Karotkis. Hä? Keine Ahnung. Das hätte ich jetzt gerne mal so und so und ich brauche noch mehr Cobblestone. Och ja, ein bisschen was da. So, so, so und so und so und
So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Aber ich glaube das jetzt. Ja, passt ja. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. So. Man kriegt da auch durchs Schmelzen ein bisschen XP, ne? Zur Not kann man das wirklich hier so machen. Packt die dann dahin. In die Offhand. Und dann kann es sein, dass sie, dass die sich etwas regeneriert. Etwas. Nee, die nicht, aber die. Genau. So, wollen wir mal gucken. Mit 2. Nee, hast du nicht mal irgendwas bekommen. Die hat jetzt im Moment 1260. Okay. Schauen wir mal später. Gut. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir drüber sind, aber ich weiß, dass wir drüber sind. Arsch. Das war, ja gut. Den einen Villager, den habe ich hier eingebaut, weil ich war jetzt einfach zu faul, hier nochmal Pisten hinzumachen und den da reinzupacken. Und, ah ja, hier unten drunter ist auch noch einer. Da. Der muss auch noch irgendwo dahin. Aber ich glaube, die werde ich eh irgendwie woanders hinschaffen müssen. Weil hier werden wahrscheinlich noch so ein paar Dinger kommen. Ne, so Gebäude und sowas. Gut! Aber in diesem Sinne dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ansonsten, dann eben nicht, ne? Kann ich auch nichts dran ändern. Bin eben so, wie ich gestrickt bin, ne? Kann ich auch nichts dran ändern. Habe ich schon mal gesagt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Nee, egal. Habe ich jetzt. Oh, schöner Sonnenuntergang. Ist doch herrlich, ne? Na, jetzt bleibt er mal stehen. Die Pickaxe funkelt, weil sie verzaubert ist. Und ich finde diese Verzauberungsschattierung, nenne ich jetzt einfach mal, richtig nett. Vor allen Dingen, wenn man das dann auch irgendwie auf Rüstungen oder sowas drauf hat. Sehr nice. Nicht so aufdringlich. Richtig geil. Also ich bin von dem Ressourcenpack immer noch, also sowas von begeistert. Das glaubt ihr gar nicht. Das könnt ihr gar nicht glauben. Aber ihr hört's. Gut, aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann das nächste Mal sehen. Und ja, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüssi!